Ja, herzlich willkommen zu unserem Webinar. Wir warten vielleicht noch eine Minute ab, bis alle Gäste angekommen sind. Genau, und starten dann. Oh, ich glaube, die Warteliste ist leer. Die meisten sind schon drin. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu unserem 20. Webinar in der Reihe Klima, Unternehmen, Wandel, das Unternehmensnetzwerk Klimaschutz. Das hier ist das zweite Webinar zum Thema Circular Economy. Wir hatten in unserem ersten Webinar schon die Grundlagen besprochen, haben darüber gesprochen, was ist so die begriffliche Abgrenzung zwischen Kreislaufwirtschaft, Circular Economy und auch Ressourceneffizienz. Sind schon auf die ER-Strategien eingegangen und haben auch kurz das Thema Geschäftsmodelle angerissen. Dieses Webinar können Sie sich auch gerne anschauen bei uns in der Mediathek. Und heute möchten wir weiter in die Tiefe gehen und genauer hinschauen, was hat es denn eigentlich mit zirkulären Geschäftsmodellen auf sich? Wie können Geschäftsmodelle identifiziert werden? Wie erstellt man eine Roadmap und auch welche Chancen und Potenziale ergeben sich daraus für ein Unternehmen? Und das heutige Webinar gestalten wir gemeinsam oder haben wir gemeinsam organisiert mit der IHK Erfurt. Frau Wels, Antje Wels ist Referentin für Umwelt und Nachhaltigkeit bei der IHK Erfurt und genau, sie wird heute die Fragerunden moderieren und vielleicht möchten Sie einmal kurz sagen, was Sie in der IHK Erfurt schon zum Thema Klimaschutz und auch speziell zum Thema Circular Economy und Kreislaufwirtschaft machen. Ja, das kann ich gern tun. Hallo in die Runde, schön, dass so viele dabei sind. Mein Name ist Antje Wels, ich bin hier an der IHK Erfurt, seit einer langen Zeit, fast über 20 Jahre sind sie jetzt schon, muss ich mal rechnen. Und von Anfang an mache ich die Umweltberatung. Ich habe noch einen Kollegen für die Energieberatung und im Innovationsbereich, das tangiert ja auch ganz viel unser Thema hier, haben wir auch noch eine Kollegin. Und so zu dritt stemmen wir die ganzen Herausforderungen, die auf uns zukommen. Und zum Thema Umwelt, Energie, da haben wir in den letzten Jahren auch viel mehr auf die Beine gestellt. Wir haben die Azubis als Energiescouts, die ja auch hier in dem Unternehmensnetzwerk Klimaschutz verortet sind. Wir nutzen Eco-Cockpit, wir beraten über den IHK Ecofinder. Wir machen noch nicht beim Biodiversitätscoaching mit, aber es ist auch noch ein Plan. Und wir haben in Thüringen das Nachhaltigkeitsabkommen seit fast 20 Jahren, wo wir auch als Abkommenspartner dabei sind und das Thema in die Wirtschaft tragen. Und was habe ich jetzt noch nicht erwähnt? Moment. Genau, Nachhaltigkeitsassessment machen wir noch über das Enterprise Europe Network. Und wir bieten natürlich Beratung, Veranstaltungen an, wie alle IHKs, online, in Präsenz. Und wir beraten auch die Politik zu den Themen, zum Beispiel das Positionspapier Klimapolitik, wo wir die Themen, die die Unternehmen umtreiben, dann auch an die Politik adressieren und dort zu Ressourcen auch und Energieeffizienz Forderungen aufgestellt haben. Ja, dann begleite ich gern hier durch die Stunde und wollte mich jetzt kurz fassen und dann gebe ich wieder zurück. Ja, herzlichen Dank. Schön, dass Sie dabei sind. Das ist ja wirklich sehr umfangreich, was Sie machen. Und Sie hatten ja auch gesagt, dass Sie jetzt sozusagen gerade auch von einem Termin in den anderen gehüpft sind, heute viel zu tun haben. Deswegen umso größeren Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Genau, und mit dabei sind auch, wir haben genau drei Experten eingeladen. Unser erster Referent ist Dominik Patzelt. Er befasst sich als Sustainability Consultant bei One Planet Business des WWFs mit Nachhaltigkeit, mit Transformation und Innovation. Und in seiner Rolle berät er Unternehmen zu diesem Thema.
Genau, und als zweiten Referent haben wir aus der Unternehmenspraxis eingeladen Jens Ulrich. Er ist seit 9 Jahren beim Autohändler Bergzeit für die Unternehmensentwicklung tätig und hat 2021 das Second-Hand-Geschäftsmodell im Unternehmen initiiert und begleitet dies auch noch heute. Das heißt, er hat es vorbereitet, er ist bei der Projektumsetzung dabei und genau, einfach beim laufenden Betrieb weiterhin mit an Bord und berichtet uns später aus seiner Praxis. Und zu guter Letzt haben wir noch Herr Kai Keune von AFB. Er begleitet dort die Markteinführung und Weiterentwicklung von Produkten und von Dienstleistungen. Und genau, AFB ist spezialisiert auf ausgemusterte IT-Hardware und die werden von Unternehmen übernommen. Daten werden dann zertifiziert gelöscht und eben für die Wiederverwendung aufbereitet. Und wie das genau funktioniert, berichtet er uns später. Genau, und ich habe mich selbst noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Svenja Segers. Ich bin Projektreferentin im Unternehmensnetzwerk Klimaschutz, betreue da die Kommunikation und eben auch das Thema Circular Economy. Und vielleicht für all diejenigen, die das Unternehmensnetzwerk noch nicht ganz so gut kennen, noch eine Folie zu uns. Wir vernetzen gemeinsam mit den IHKs Unternehmen auf unserer, dafür haben wir sozusagen unser Herzstück, die soziale Plattform klima-plattform.de. Wir haben zu allen Bereichen sozusagen des Klimaschutzes, wir zeigen auf, was es für gute Beispiele gibt und haben eben ein breites Angebot an Lern- und Qualifizierungsangeboten. Das geht vom Mobilitätsmanager, Klimaschutzcoaching, das Energiescouts-Projekt für Auszubildende bis hin eben zu unseren Webinaren und auch Podcasts. Und mit dabei sind schon 670 Unternehmen und auch 1800 Nutzerinnen. Das ist eine ganze Menge. Genau. Und heute sind auch relativ, also sehr, 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 sehr viele Gäste da. Wir haben über 100 Zuschauende und genau. Herzlich willkommen nochmal und damit übergebe ich an Dominik Patzelt und bin sehr gespannt, was du über zirkuläre Geschäftsmodelle uns erzählst. Hervorragend, vielen Dank für die nette Einladung und vielen Dank auch, dass ich heute hier sein kann und mit Ihnen vielleicht auch in der Diskussion später nochmal einsteige. Ich hoffe, Sie sehen alle meinen Bildschirm, den ich geteilt habe. Perfekt. Genau, dann starte ich direkt los. Eine ganz, ganz kurze Einführung zum WWF. Ja, wir als WWF haben uns zum Ziel gesetzt, die weltweite Zerstörung der Natur zu stoppen und eine Zukunft zu gestalten, in der Mensch und Natur gemeinsam leben kann. Uns gibt es schon relativ lange in 100 Ländern auf 5 Kontinenten mit 6 Millionen FörderInnen weltweit. Insgesamt haben wir 8000 Mitarbeiter, alleine davon 500 in Deutschland. Das heißt, hier sind wir eigentlich sehr, sehr groß auch aufgestellt. Und was wir machen und warum wir mehr mit Unternehmen zusammenarbeiten, das kommt aus auch Transformationsprozessen. Auch der WWF transformiert sich, wie jede Organisation das tut, weil wir erkannt haben, einmal von inbound Anfragen auch, dass immer mehr Unternehmen Unterstützung anfragen, wie man Nachhaltigkeit tatsächlich gestalten kann. Und aus dieser Perspektive haben wir uns dann Gedanken gemacht und die Fragen gestellt, was macht eigentlich ein nachhaltiges Unternehmen aus? Wie muss sich ein Unternehmen aufstellen und welche Themen sind denn wichtig? Wir haben schon ganz, ganz lange mit Unternehmen gearbeitet, in kommunikativen Partnerschaften, aber auch in nicht kommunikativen Partnerschaften, um auch einzelne Themen dann weiter voranzubringen. Das soweit als Hintergrund zum WWF. WWF engagiert sich auch stark in der Kreislaufwirtschaft. Wir arbeiten mit Unternehmen, mit der Politik, aber auch mit Nutzern und KonsumentInnen zusammen, um an diesen ganzen Transformationshebeln sozusagen zu wirken. Ja, niemand kann eine Transformation alleine schaffen. Das heißt, wir brauchen eigentlich eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung. Und so sind wir dann auch breit aufgestellt. Als kleiner Hintergrund, warum die Kreislaufwirtschaft wichtig ist, habe ich Ihnen hier einmal diese Grafik mitgebracht auf der linken Seite. Die zeigt in Gigatonnen die Materialextraktion seit 1972, die konstant und stetig
ansteigt, ja, 1972, ganz unten links sieht man auch The Club of Rome, The Limits to Growth, als diese Publikation schon veröffentlicht wurde, dass dort schon modelliert wurde, dass wir irgendwann unsere planetaren Grenzen erreichen werden und unser Wirtschaftswachstum auch an planetare Grenzen stößt. Das ist schon lange, lange bekannt. Es gab auch schon viele internationale Abkommen und leider sehen wir, dass der Ressourcenverbrauch modelliert, aber weiterhin steigen wird. Ja, und wenn wir das nochmal in Verhältnis bringen, warum das wichtig ist, das habe ich auf der nächsten Slide mitgebracht. Aber hier rechts nochmal so ein paar Key Facts. Ja, nur 7,2% aller gebrauchten Materialien fließen wieder zurück in die globale Wirtschaft, also global betrachtet. Ja, das heißt eigentlich im Umkehrschluss, ja, mehr als 92% aller Materialien landen auf dem Müll und fließen nicht wieder zurück in die Gesellschaft. In Deutschland alleine werden auch nur 12% der Rohstoffe wieder eingesetzt und wir haben hier auch keine Vorreiterposition im europäischen Vergleich. Das einmal zur Einwertung. Und warum ist das wichtig, unser Rohstoffverbrauch? Warum müssen wir uns da auch immer wieder Gedanken machen? Der Rohstoffverbrauch ist wichtig, weil das natürlich ein Treiber ist für Schäden und an Ökosystemen und für Beeinträchtigungen in Ökosystemen. Wir sehen hier in den Grafiken einmal unterschiedliche Ökosysteme dargestellt. Wir haben 75% der Landoberfläche verändert, 66% der Meeresfläche ist beeinträchtigt. Von der vorindustriellen Zeit haben wir 32% der Waldfläche bereits verloren. Noch dramatischer zeigt sich das in den Feuchtgebieten. Hier haben wir 85% der Feuchtgebiete bereits beeinträchtigt und 50% der Korallenbestände sind auch beeinträchtigt. Das liegt an unserem Wirtschaftsweisen, an unserem Konsumverhalten und an den Maßnahmen, die wir dann betreiben, um Produkte und Dienstleistungen auch herzustellen. Das ist einmal sozusagen der Crashkurs mit der Realität. Ja, es gibt aber natürlich auch hier noch die globalen Beziehungen. Ich habe Ihnen das einmal mitgebracht, auch nochmal aus aktuellem Anlass. Ich hatte es anfangs schon erwähnt, die planetaren Grenzen sind sehr, sehr wichtig, ein sehr wichtiges Konzept, um zu verstehen, ja, dass wir globaler denken müssen und auch die globalen Grenzen berücksichtigen müssen. Das Konzept der planetaren Grenzen wurde 2009 entwickelt und wurde jetzt 2023 aktualisiert und ist quantifiziert, ja, in 9 Erdsystemen, wo wir unsere planetaren Grenzen schon überschritten haben. Ja, wir haben unterschiedliche Themenfelder hier, einmal zum Beispiel Klimawandel, Biosphäre, Landsystemnutzung, Wassernutzung, ja, Süßwassernutzung hat die Grenzen auch schon überschritten, dann unsere biogeochemischen Stoffkreisläufe, Ozeanversauerung und auch die neuen Entities. Ja, also die neuen Entities sind neue Substanzen, die so eigentlich nicht in den Ökosystemen vorkommen. Ja, also es wurde zum Beispiel nachgewiesen, dass in jedem Regentropfen die sogenannten PFAS-Moleküle drin sind. Das heißt, wir haben eigentlich unsere Ökosysteme hier schon so stark geschädigt, dass Fremdsubstanzen überall eigentlich zu finden sind und wir eigentlich nicht genau wissen, was macht das denn mit uns. Ja, in manchen Ökosystemen wissen wir das, ja, zum Beispiel in Süßwasserökosystemen, dass durch die Antibabypille als Beispiel, was besser eingeleitet wird, Fische hauptsächlich weiblich sind, ja, weil die Hormonhaushalte zum Beispiel gestört sind in diesen Lebewesen. Das heißt, wir müssen immer den globalen Kontext eigentlich sehen. Und was können wir jetzt eigentlich machen, ja, um in das positive Narrativ zu kommen? Gibt es natürlich ganz, ganz viele Hebel. Wir haben hier auch noch weitere ReferentInnen, die dann darüber sprechen werden. Und ich bin mir sicher, in ihrem täglichen Doing haben sie auch schon sehr, sehr viel damit zu tun. Ja, einmal nochmal so ein kleiner Rückblick. Was ist denn eigentlich Kreislaufwirtschaft? Wenn wir es wirklich umsetzen wollen und ganzheitlich betrachten wollen, kann es eine systemische Wende werden. Wir müssen aber die Grundregeln der Kreislaufwirtschaft betrachten, das heißt der Circular Economy betrachten. Ja, wir müssen die absolute Vermeidung priorisieren, wir müssen neu über Produkte und Dienstleistungen nachdenken und wir müssen dann auch immer die hochwertige Kreislaufführung schon mit berücksichtigen. Ich gehe in den nächsten Slides auch noch mal so ein bisschen tiefer da rein und gebe dann auch noch mal Beispiele. Kommen wir dann einmal zu den Geschäftsmodellen. Hier einmal ein sehr, sehr einfaches Beispiel am Fernseher. Wir sehen ganz links das reine Produkt.
Ja, den Fernseher, den ich verkaufe sozusagen als Produkt. Und wenn ich dann weiter abstrahiere in der Circular Economy, gehe ich weiter in die Dienstleistung, habe dann einen anderen Fokus, nicht mehr so sehr auf den Margen, die ich für das einzelne Produkt habe, sondern auf dem Ergebnis, ja, dass ich zum Beispiel Entertainment-Leistungen verkaufe. Wir sehen das ja auch ganz stark schon bei den Entertainment-Lösungen wie Netflix oder anderen Anbietern. Bei Musik sehen wir das auch schon bei Spotify. Das heißt, dass Produkte eigentlich zur Dienstleistung werden und das verändert dann das Nachdenken über Produkte. Was ist eigentlich das Kern oder der Kern des Geschäftsmodells? Was möchte ich denn eigentlich beim Kunden befriedigen? Wir können das auch nochmal in die R-Strategien einsortieren, ja, was in dem ersten Webinar schon Anklang gefunden hat. Wir sehen einmal die unterschiedlichen Abstraktionslevel. Wenn ich neu über Produkte nachdenken möchte, sehe ich ganz links, ja, produktorientiert, wenn ich schon Produkte habe, die bestehen, was kann ich machen? Ich kann meine Produkte einer anderen Nutzung zuführen. Ich kann versuchen, sie zu recyceln. Ich kann die Materialien versuchen zu verändern oder zu recovern. Wenn ich aber weitergehe in Richtung Dienstleistungsgedanke, komme ich auch viel mehr in andere Ebenen rein, dass ich sage, okay, ich möchte meine Produkte wiederverwenden, ich möchte sie reparieren, ich möchte sie wieder aufbereiten, weil ich dann als Hersteller sozusagen ja daran interessiert bin, nicht ganz viele neue Produkte zu generieren, sondern diese so lang wie möglich eigentlich am Leben zu erhalten und dort dann auch andere Geschäftsmodelle fahren kann. Und ganz rechts, die reine Dienstleistung geht dann in Refuse, Rethink und Reduce. Ja, dass ich sage, ich versuche mich diesem Produkt ganz neu zu nähern und ganz, ganz neue Geschäftsmodelle zu erarbeiten. Man kann hier auch nochmal schauen, ich habe nochmal ein bisschen aufgeführt, wo hier die Haupthebel dann sind. Ja, wir sehen einmal Ansatz und Ressourcen. Beim reinen Produkt sind das natürlich die Materialien, ne? Ich sage, ich habe mein Produkt, ich möchte das nachhaltiger gestalten. Wie mache ich das? Ich kann versuchen, Materialien zu ersetzen oder diese zu recyceln oder recycelten Input in diese Materialien reinzugeben. Wenn ich dann sage, ich gehe in die Nutzung, werde ich ein Lösungsanbieter. Ja, ich versuche, Dinge zu reparieren oder Dinge wieder aufzubereiten und als reine Dienstleistung werde ich zu einem Plattformanbieter. Ja, das heißt, da kommt man dann auch in neue Modelle rein, die vielleicht im eigenen Business so im Moment auch noch nicht widerspiegeln. Ja, das heißt, hier ist dann auch häufig dann noch Entwicklungspotenzial da. Die Komplexität, ja, erhöht sich natürlich, das muss man auch mit berücksichtigen. Beim Produkt bin ich ein Einzelunternehmen, ja, der ein Produkt herstellt und das vertreiben möchte. Wenn ich in die Dienstleistung mehr gehe, dann muss ich viel und sehr stark auch in Kooperationen übergehen, ja, Kooperationspartner finden und auch Wertschöpfungsnetze aufbauen. Ja, ich muss mit vielen Kreislaufwirtschaftsökosystem aufbauen sozusagen. Und was wir häufig sehen, auch im WWF, ja, wie sieht diese Architektur dann aus, diese Wertschöpfungsarchitektur, wenn ich nur mein Produkt, ja, so optimieren möchte, sage ich mal, ja, und nachhaltigere Materialien einkaufen möchte, zum Beispiel mehr recycelten Input, ja, was auch seine Berechtigung hat, dann geht es aber auch Richtung Compliance. Ja, ich möchte Regularien einhalten und wir wünschen und hoffen auch, dass wir uns alle auf den Weg machen, auch die Zirkularität tatsächlich als Unternehmensstrategie zu berücksichtigen und auch einzubetten. Damit kommen wir einmal auf die Wirkung der Circular Economy. Also das waren jetzt eher so ein bisschen die Konzepte, ein bisschen auf die Wirkung der Circular Economy. Was kann ich denn eigentlich erreichen? Ja, da haben wir eine große Studie aufgesetzt mit unterschiedlichen Partnern, die kreislaufwirtschaftliche Geschäftsmodelle und Maßnahmen modelliert in 8 Sektoren bis 2045. Die Sektoren, die betrachtet wurden, waren Hoch- und Tiefbau, Fahrzeuge und Batterien, Haushaltsgeräte, Lebensmittel und Ernährung, Textilien, Verpackung, Möbel und Beleuchtung. Also diese großen Impact-Sektoren. Was gemacht wurde, hier ist es jetzt vielleicht ein bisschen klein, aber die Studie ist öffentlich verfügbar. Das heißt ja auch nochmal der Hinweis, dass man auch sich die Studie dann im Detail nochmal angucken kann. Es wurden für diese 8 Sektoren unterschiedliche Maßnahmen definiert. Erstens, was uns auch als Anhaltspunkt dienen kann, welche Modelle ich annehmen kann oder wo ich mich hinentwickeln kann. Aber auch um zu sehen, ja, wie modelliere ich in diesen Maßnahmen die Circular Economy Wirkungen.
beim Hoch- und Tiefbau zum Beispiel Wohn- und Büroräume reduzieren, Lebensdauer von Gebäuden verlängern oder den Einsatz von Baustahl und Strukturbeton reduzieren, ja, bei Fahrzeugen und Batterien Individualverkehr verringern oder aber auch Maßnahmen direkt im Fahrzeug verändern, bei Haushaltsgeräten und IKT die Lebensdauer verlängern, die Geräte wieder aufbereiten, bei Lebensmitteln und Ernährung stärkere pflanzenbetonte Ernährungsweise beispielsweise, bei Textilien auch die Lebensdauer verlängern, Verpackung, weniger Verpackungsmaterial einsetzen und hochwertiges Recycling fördern, bei Möbeln auch wieder Möbel aufbereiten und wiederverwenden und bei der Beleuchtung Sammelquoten von Altlampen steigern, so als kleine Highlights sozusagen. Und dann können wir sehen, was die Wirkung dieser Maßnahmen bis 2045 sein kann im Bereich Klimaschutz. Einmal die zentrale Aussage in der Mitte. Ja, 26% der Treibhausgase ließen sich durch diese Maßnahmen, nochmal alles modelliert, ließen sich durch diese konsequente Umsetzung der Maßnahmen erreichen in Deutschland, ja, und vor allem in den drei großen Sektoren Hochbau, Fahrzeuge, und Lebensmittel. Wenn wir dann weiter gucken, Rohstoffverbrauch, ja, ähnlich hier, 27% des Rohstoffkonsums ließen sich auch wieder verringern. Das hat natürlich Impacts einmal auf die Rohstoffsicherheit, auf die ich auf der nächsten Slide komme, aber auch auf dann Ressourceneffizienz und Kostengründe. Ja, wir sehen hier auch wieder die großen Profiteure, Hochbau, Fahrzeuge, Lebensmittel, Tiefbau, aber auch alle anderen Sektoren profitieren hier durch eine Circular Economy. Schauen wir auf die Rohstoffabhängigkeiten. Ja, es wurde auch modelliert für die kritischen Rohstoffe, die für die deutsche Industrie wichtig sind. Sehen wir, dass auch in den unterschiedlichen kritischen Rohstoffen wie Dysprosium, Neodym, Terbium etc. Einsparungspotenziale da sind. Das heißt, dass wir auch insgesamt für Deutschland die Rohstoffabhängigkeiten verringern können, indem wir tatsächlich in eine Circular Economy eintauchen. Es sind noch viele, viele weitere Informationen hier, auf die ich wegen der Zeitbeschränkung nicht eingehen möchte, aber auch nochmal die Einladung, die Studie sich anzugucken. Flächenverbrauch. Ja, warum ist das wichtig? Der wurde auch modelliert, um sozusagen die Biodiversitätsfaktoren, also die Gesundheit der Ökosysteme, Arten und die Artenvielfalt anzuschauen, modelliert. Auch, dass wir rund 30% der Fläche Deutschlands einsparen könnten durch kreislaufwirtschaftliche Maßnahmen, vor allem auch im Lebensmittelbereich, aber auch im Bereich Fahrzeuge, Textilien, Hochbau, Verpackungen und Möbel. Das heißt, wir haben mit der Kreislaufwirtschaft auf Gesamtdeutschland betrachtet einen sehr, sehr großen Hebel, ja, wenn wir den konsequent gehen, um nicht nur Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, sondern auch unsere Umwelt zu schützen, Biodiversität zu schützen, Klima zu schützen, aber auch unsere Wasserressourcen zu schützen. Ja, im Umkehrschluss heißt das natürlich auch für Unternehmen, ja, dass Kreislaufwirtschaft auch Nachhaltigkeitsziele erreichen kann und natürlich auch soll, ja, denn Kreislaufwirtschaft oder Circular Economy ist in diesem Fall kein oder nicht als Selbstzweck zu betrachten, sondern soll immer was erreichen. Gucken wir dann nochmal auf zirkuläre Geschäftsmodelle und Strategien, denn ich kann mich ja aus unterschiedlichen Perspektiven nähern, um Kreislaufwirtschaft für mein Unternehmen zu gestalten. Ja, ich kann sagen, ich gucke mir die klassische Hierarchie der Kreislaufwirtschaft an, der Circular Economy an und sage, okay, wo habe ich sozusagen einen Benefit? Ja, da hier einmal exemplarisch mitgebracht, absolute Vermeidung, Rethink und Redesign und hochwertige Kreislaufführung mit ein paar Unternehmensbeispielen. Ja, bei absolute Vermeidung zum Beispiel die Vermeidung von unnötigen Verpackungen, zum Beispiel bei Obst durch Natural Branding mit Lasern, pflanzlichen Schutzhüllen oder anderen Biopolymeren, ja, um Plastik sozusagen einzusparen, Rethink und Redesign. Hier einmal austauschbare Module in technischen Geräten, zum Beispiel im Fairphone, Shiftphone oder austauschbare Displays, Akkus oder Kameras oder dann in der hochwertigen Kreislaufführung zum Beispiel. Das heißt, wenn die Materialien dann recycelt werden, ja, wie kann ich sie wiederverwenden? Gibt es hier auch Plattformen wie zum Beispiel Zirplus,
die global Kunststoff und Rezyklate dann auch handeln. Das heißt, ich kann mich einmal so nähern, ja, dass ich schaue, welche R-Strategien gibt es und wie könnte ich mich als Unternehmen hier wiederfinden, wo kann ich Anknüpfungspunkte finden. Aber ich kann auch spezifisch reingucken, ja, was für ein Akteur bin ich denn eigentlich in der Wertschöpfungskette. Hier auch noch einmal exemplarisch dargestellt. Auf der linken Seite die Akteure. Ja, also es sind bestimmt nicht alle Akteure aufgelistet, aber einmal als beispielhafte Darstellung. Ja, ich fange an als Molekül- oder Materiallieferant, Maschinenlieferant, Hersteller, Einzelhändler, Reparaturdienstleister, Logistikdienstleister, Rückgewinnungsmanager, Vermittler. Das heißt, überall kann ich eigentlich kreislaufwirtschaftliche Maßnahmen auch umsetzen. Und das ist hier rechts dann auch einmal beispielhaft dargestellt. Ja, als Molekül- und Materiallieferant die Borealis AG, die recycelte Polyolefine liefert, als Maschinenlieferant die Firma Rubber Master Rentals, die tatsächlich gesamte Recyclingmaschinen vermietet. Ja, das heißt, ich muss die nicht mehr kaufen, sondern kann die vermieten und die Nutzungsintensität einzelner Maschinen somit erhöhen. Als Hersteller, Beispiel Lorenz, das Smart Meter verkauft, vermietet und auch rückgenommen werden, repariert werden, aufbereitet werden, um dann wieder in den Einsatz gebracht zu werden. Beispiel der Einzelhändler, die Schwarzgruppe, ja, die ja unterschiedliche Firmen, Tochterfirmen dann hat, die auch für das Recycling in der gesamten Schwarzgruppen-Wertschöpfungskette auch zuständig sind, aber auch für andere Marktakteure, die versuchen zu optimieren, wie Abfälle gemanagt werden oder Reststoffströme gemanagt werden, sodass auch keine Abfälle entstehen oder die auch wieder hochwertig recycelt werden. Als Reparaturdienstleister, ja, werden wir auch noch hören heute. Ich habe ein anderes Beispiel mitgebracht, akkutauschen.de, ein Online-Service für den Austausch von Akkus im Bereich Consumer Electronics, Logistikdienstleister, Wiederaufbereitungsprogramme für retournierte Produkte, dann als Rückgewinnungsmanager Retuner, die ein weltweit erstes Recycling-Einkaufszentrum gegründet haben. Das heißt, alle Produkte, die in diesem Einzelhandel sozusagen vertrieben werden, sind entweder repariert, wiederaufbereitet oder recycelt. Das heißt, man kann hier gar keine Neuprodukte kaufen, was auch ganz spannend ist, dass das gemeindebetrieben ist. Vermittler, ja, klassisches Beispiel, das ist uns allen sehr gut bekannt, denke ich mal, und jeder hat das irgendwie schon mal benutzt, eBay oder eBay Kleinanzeigen als Gebrauchtwarenplattform. Das klingt natürlich alles sehr, sehr schön. Ja, es gibt sehr, sehr viele positive Beispiele, die wir auch immer gerne hervorheben, weil wir auch die positive Narrative fördern wollen. Es gibt natürlich aber auch Barrieren. Ja, jedes Unternehmen kennt es natürlich, die finanziellen Barrieren, ja, dass man natürlich finanzielle Ressourcen oder kapazitäre Ressourcen bereitstellen muss, um dort in diese Geschäftsmodelle reinzugehen oder diese zu entwickeln. Ja, sozusagen der Anschub, um diese Geschäftsmodelle möglich zu machen. Organisatorische Themen, ja, wie will ich mich als Organisation weiterentwickeln? Technisch, ja, welche Lösungen sind denn eigentlich schon am Markt? Was kann ich denn nutzen? Was muss noch entwickelt werden? Wie das nächste Thema wären Wertschöpfungsketten. Was ist denn schon da? Ja, gibt es eine Wertschöpfungskette? Muss ich die ganz neu aufbauen? Das hat natürlich ganz andere Tragweiten dann. Aber auch der Konsum, ne, dass die Endkonsumenten diese Produkte oder Dienstleistungen dann auch tatsächlich verwenden möchten, wollen und können. Enabler sind natürlich, dass wir uns über Geschäftsmodelle Gedanken machen. Darum sprechen wir ja auch heute. Wir sehen noch viele weitere schöne Beispiele heute. Dann einmal Enabler kann auch die Digitalisierung sein, ja, über Plattformen, aber auch über miteinander sprechen, so wie Veranstaltungen wie heute, dass man im Netzwerk agiert und auch manchmal unlikely allies findet, mit denen man gar nicht gerechnet hätte, dass man mit denen kooperieren kann. Das heißt, hier ist sozusagen, muss man den Gedankenhorizont wieder einmal aufmachen, um zu schauen, was ist denn möglich. Man kann sich auch in Industrieinitiativen engagieren, aber natürlich auch die politische Ebene ist ein wichtiger Faktor, um eine Kreislaufwirtschaft möglich zu machen. Zum Abschluss habe ich noch zwei Slides mitgebracht, um Ihnen einmal darzustellen, wie der WWF über die Transformation von Unternehmen insgesamt nachdenkt, aber auch mit Bezug zur Kreislaufwirtschaft. Hierfür haben wir in den letzten 3 Jahren das 1
Planet Business Framework entwickelt, weil ich habe das anfangs erläutert, wir haben uns strukturell Gedanken gemacht, was möchten wir denn eigentlich mit Unternehmen erreichen, wo sollen Unternehmen hingehen und was für einen Mehrwert können wir als WWF bieten, wenn wir Unternehmen beraten wollen. Dafür haben wir hier einmal das One Planet Business. Die Grafik habe ich Ihnen mitgebracht, um das einmal zu verdeutlichen. Das heißt, um diese ganzen Themen, auch die ganzen Kreislaufwirtschaftsthemen einzuordnen, muss man natürlich auch wissen, wo kommen denn meine Materialien her in dieser Phase? Was für eine Impacts haben die auf die Natur, vielleicht auch auf die Treibhausgase? Was für Ziele verfolge ich denn? Wie ist denn Kreislaufwirtschaft in meinem Unternehmen verankert? Und welche Strategien sollte ich verfolgen? Was setze ich denn schon um, ja, in der Implement-Abbildung hier? Ja, welche Themen nutze ich denn schon in meinem Unternehmen? Ja, dann aber auch ganz, ganz wichtig der Advocate-Part, wo wir sagen und auch wieder die Rückführung auf die ersten Slides, ja, man kann nicht mehr alleine sozusagen diese Ökosysteme aufbauen, sondern wir brauchen Industrieinitiativen, wir brauchen eine Koalition der Willigen, die auch bereit ist, sozusagen den Berg ein bisschen weiter höher zu schieben, um neue Standards zu erreichen. Und natürlich wichtig, ja, wo wir auch reingucken, was wird denn letztendlich erreicht? Ja, was kommt denn eigentlich dabei rum? Sie sehen, wir haben hier in der Mitte die Themen Wasser, Biodiversität, Klima und Menschenrechte, weil das die Schutzgüter sind, die auch über die Kreislaufwirtschaft erreicht werden sollen. Ja, das heißt, das ist eigentlich das ultimate Ziel der Kreislaufwirtschaft, diese Schutzgüter auch für zukünftige Generationen zu erhalten. Nach ein bisschen Eigenwerbung und dann bin ich auch schon fertig mit meinem Vortrag. Ja, wir haben unterschiedliche Tools und Angebote für Unternehmen auch, um in der Kreislaufwirtschaft Fuß zu fassen, ja, und die Journey sozusagen für die Circular Economy zu starten. Wir haben dafür auch Unterstützung für eine Strategieentwicklung in der Kreislaufwirtschaft. Wir gucken uns mit Ihnen gerne auch Geschäftsmodelle an. Wie kann ich mich sozusagen Geschäftsmodell nähern? Wie kann ich eigene herausfinden? Welche sind machbar für mein Unternehmen? Wir gucken uns aber auch an, welche Ziele sollte ich denn eigentlich verankern? Wie möchte ich Kreislaufwirtschaft denn eigentlich messen in meinem Unternehmen? Und was sind impactorientierte Ziele? Und viele weitere Maßnahmen und Themen, wie zum Beispiel Verpackungen oder auch Teilnahme an Initiativen. Damit möchte ich mich recht herzlich bedanken für die Einladung, für Ihre Aufmerksamkeit und bin am Ende meines Vortrags. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Patzelt. War sehr interessant und ich weiß nicht, ob Sie jetzt die Frage hier im Chat noch beantworten wollen, aber eigentlich haben das andere Gäste hier im Chat schon gemacht. Es ging um die Grenzwerte, die angesetzt wurden für die planetaren Grenzen. Und da wurde auf Ihre Studie verwiesen und auch verlinkt. Besten Dank an alle. Aber die letzte Frage ist dann noch im Chat. Ist die Publikation Teil des Stakeholder-Prozesses zur Erstellung der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie? Das würde ich gerne noch an Sie weitergeben. Ganz genau. Also die Studie wurde auch so getimt, dass die Ergebnisse mit in die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie einfließen. Das heißt, wir sind auch in den Dialogplattformen und Veranstaltungsformaten, wo Beteiligung sozusagen gewünscht ist, mit dabei. Und auch in den politischen Prozessen involviert. Okay, der Daumen geht nach oben. Danke für die Beantwortung der Frage. So, dann gehen wir weiter. Dann ist jetzt Herr Ulrich von Bergzeit dran. Ich habe festgestellt, ich habe da auch schon mal was bestellt. Also bitte, Sie dürfen. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Jens Ulrich von der Firma Bergzeit. Wir sitzen hier im Süden von München und wenn ich rausschaue, dann sehe ich hier im Hintergrund die Berge. Das nur mal so als Szenario und Einstimmung, wo wir hier sind. Was sind wir? Was machen wir? Bergzeit ist ein Online-Händler. Wir machen ca. 140 Millionen Euro Umsatz im Jahr, haben uns spezialisiert auf Bergsport und die Outdoor-Branche. Und sind dort ein klassischer Online-Händler, haben aber auch zwei Filialen hier. Ich rede einfach kurz über Bergzeit, während sich hier die Präsentation noch lädt. Und bis sie dann da ist, glaube ich, bin ich dann auch beim eigentlichen Thema bei Rios. Wir als Bergzeit haben uns schon länger mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt und haben aber auch festgestellt, dass wir als Händler nur einen kleinen Bereich dieser ganzen ressourcenverbrauchenden CO2
Produktion rund in dieser Autobranche beeinflussen können. Wir gehen davon aus, dass ca. 80% der Rohstoffverbrauchs bei der Herstellung des Produkts besteht und wir als Händler bloß so 10-15% Einfluss überhaupt drauf haben mit unserem eigenen Standort, den wir weitestgehend versuchen zu optimieren und zu gut darzustellen. Und so kam dann die Idee, wie können wir eigentlich, nachdem wir unseren Standort optimiert haben, da noch bessere Effekte hervorrufen. Und da haben wir gedacht, wir sind der Händler, wir müssen irgendwie mit den Ressourcen schonender umgehen. Deswegen haben wir dann dieses Second-Hand-Business Rios gestartet. So, jetzt warten wir aber immer noch auf die Präsentation. Ja, leider gibt es ein kleines Problem beim Laden. Ich versuche das zu beheben und genau. Sonst soll ich versuchen, bei mir aus einmal zu teilen? Ja, versuchen Sie es gerne. Dann schaue ich mal, ob ich das bei mir schnell hinbekomme. Schauen wir mal. So, irgendwas tut sich. Genau, also ich rede einfach mal weiter. So viel Zeit haben wir nicht und ich denke noch an AFB hinten dran. Genau, Rios. Haben wir da quasi unsere Second-Hand-Plattform Rios gestartet, über die ich jetzt einmal kurz sprechen will, respektive das, was wir da gemacht haben und wie wir das in die Gänge gebracht haben. Aber es teilt sich auch bei mir jetzt gerade nicht, warum auch immer. Oder sieht da irgendjemand was? Jetzt ja. Ah, okay. Ah, ist gut. Aber ich habe jetzt dafür einen schwarzen Bildschirm. Gut, ich muss ja nur schauen, wie ich da weiterklicken kann. Das ist bei mir alles schwarz. Na gut. Kriegen wir hin. Ist es so richtig als Präsentationsvorschau-Geschichte, so wie es sein soll? Genau, ja, wir sehen sie eigentlich jetzt richtig. Spannend. Seit 3 Jahren macht man das hier mit Teams und schon klappt es nicht. Gut, also Rios, das ist jetzt wahrscheinlich gerade die Startfolie, die Sie sehen, wo es einfach um Rios geht. Genau. Sehen Sie jetzt die nächste Folie? Nee. Noch nicht. Vielleicht, wenn ich hier hinklicke, weil ich habe nur einen schwarzen Bildschirm, ich sehe gerade nichts. Das ist ja abgefahren. Sehr abgefahren. Sehr abgefahren. Also ich weiß gerade nicht, wie ich weiterklicken kann. Vielleicht können Sie einfach... Jetzt? Klappt es jetzt? Gut, ich würde dann mal von Ihnen einfach mal kurz die Präsentation übernehmen und dann einfach weiterklicken, wenn das für Sie okay ist. Ja, genau. Also wir haben Rios im Jahr 20, also wir haben dann überlegt, wir als Händler wollen ein Second-Hand-Geschäft aufmachen, haben das dann im Juni 2022 gestartet, haben circa eine Projektlaufzeit von 4 Monaten gehabt, um das ganze Ding ins Leben zu rufen, sind im Juni mit 350 Artikel gestartet, haben heute knapp 4000 Artikel online, sehen uns damit als den größten Second-Hand-Plattform in dieser Nische Outdoor- und Bergsportbereich und wir wollen jetzt in dem nächsten Jahr noch weiter Gas geben, sodass wir dann auch endlich die erste Umsatzmillion knacken können. Und unsere Idee dahinter ist, wir wollen das Ganze nicht als eine Marketing-Story aufbauen, sondern es muss ein Geschäftsmodell sein, mit dem wir auch Geld verdienen können. Nur dann werden wir skalieren können. Und ich glaube und wir glauben daran, dass wenn wir ein Second-Hand-Geschäft und ein First-Hand-Geschäft haben, dass sich dann auch gute Ideen und Synergien daraus ergeben können zukünftig, wie man Produkte verkaufen kann und sie dann auch vielleicht zeitnah oder wie auch immer dann wieder zurückkaufen kann und sie einfach im Kreislauf halten kann. Und damit wollen wir uns eben zukünftig einmalig positionieren. Wir sehen uns in Abgrenzung zu eBay und Co., die ja heute schon genannt wurden, einfach dadurch, dass wir Serviceleistung eines Unternehmens liefern können, sprich Logistikleistungen, wo die Produkte sofort verschickt werden. Und wir sehen halt einfach die rechtliche Absicherung des Käufers als Vorteil, weil er mit einem Unternehmen spricht und hier ganz normal die Retourenrecht haben, Widerrufsgeschichten haben, Garantie hat und so weiter. Und nur so sind wir der Meinung, können das Second-Hand-Geschäft auf ein Level von einem First-Hand-Geschäft heben und damit das Ganze auch interessant machen für die Käufer und Verkäufer. Auf der nächsten Folie will ich einmal kurz darauf eingehen, was so das Besondere ist beim Second-Hand-Geschäft. Wir können gut unsere Hauptprodukte verkaufen, also sprich, da sind wir auf Massen und auf Effizienz ausgelegt. Das heißt, wir haben einen Artikel, den können wir 1000 Mal verkaufen, dafür machen wir Bilder und Texte. Im Second-Hand-Geschäft haben wir 1000 Artikel, die wir jemals nur einmal verkaufen können. Das heißt, hier laufen die Prozesse ganz anders ab. Sie sind viel aufwendiger pro Artikel.
Wir als Händler normalerweise sprechen mit einem Hersteller, der uns viele Artikel liefert. Hier sprechen wir mit vielen Privatpersonen, die uns jeweils immer nur ein oder zwei Artikel schicken. Also da ist auch die Prozesse ganz anders. Und wir haben von dem Thema Preisfindung her und Produktbestimmung her ganz andere Prozesse, weil wir gar nicht genau wissen, was uns der Kunde für ein Produkt schickt. Und damit kennen wir auch diesen Ankaufspreis nicht so genau. Und das sind alles Herausforderungen, die wir auf der nächsten Folie mal strukturell versucht haben zu lösen. Das heißt, was ist unsere Kernkompetenz als Händler, ist der Verkauf, die Vermarktung, der Betrieb des Online-Shops. Und was ist nicht unsere Kernkompetenz, ist diese Produktannahme, Produktaufbereitung und diese ganzen Inbound-Logistik-Prozesse, weil wir die so nicht abbilden können mit unserer Logistik. Deswegen sind wir hier auf einen Dienstleister zugegangen, der uns all diese komplizierten Prozesse abnimmt, die wir nicht im Haus haben wollen. Und daraus ergibt sich dann in der nächsten Folie die drei Säulen, die wir als Bergzeit aufbereitet haben oder mit denen wir uns darstellen oder wie wir das umgesetzt haben, damit wir auch schnell dieses Projekt umsetzen konnten und da möglichst zügig zu einem Ergebnis kommen. Jetzt lädt gerade wieder die Folie, ist ja abgefahren. Nämlich unsere Hauptidee war, dass das Bergzeit-Kerngeschäft unabhängig laufen muss. Wir dürfen in Operations erst einmal nicht auf die Bergzeitressourcen zurückgreifen. Da muss alles laufen wie bisher, weil das ist unser Kerngeschäft, mit dem wir auch erstmal die Investitionen in Rios abdecken. Und wir haben dann diese Bereiche, die wir in Rios haben, was man hier rechts auf der Folie sieht, nochmal in zwei Säulen abgedeckt. Einmal das, was wir als Bergzeit-Rios-Team machen können, sprich die Vermarktung. Da muss man auch die Buchhaltung mit dazu packen. Und einmal das wirklich, was der Dienstleister machen kann und machen muss für uns, all die Prozesse, die wir nicht abdecken können. Und damit haben wir es geschafft, innerhalb von 4 bis 5 Monaten das Projekt online zu bekommen. Und mit dieser Konstruktion können wir auch derzeit das Projekt laufen und sind bereit, mit dieser Konstruktion für weitere Experimente und Wachstum zumindest mal einzusteigen in den Wachstum und herauszufinden, was funktioniert und was funktioniert nicht. Die einzige Verbindung, die sieht man jetzt auf der nächsten Folie, die einzige Verbindung, in die ist quasi zwischen dem Rios-Thema und dem Hauptthema derzeit gibt, das ist die Buchhaltung, weil wir natürlich unsere Umsätze, unseren Monatsabschluss zurückspielen müssen. Und da haben wir derzeit einen semi-manuellen Prozess eingeführt, auch möglichst schlank gehalten, um es möglichst schnell zu starten und möglichst schnell umsetzen zu können. Das war auch so unser oberstes Ziel, schnell zu starten, jetzt Erfahrung zu sammeln und aus dieser Erfahrung dann die nächsten Schritte gehen zu können. Das ist hier jetzt mal mehr so der Projekt-Prozessblick. Für die Operations, wie wir das umsetzen, wie wir das aufgeteilt haben, wie wir diese Teams quasi aufgeteilt haben, Bergzeit Kerngeschäft, Rios Vermarktungs- oder Rios Betreibteam und Dienstleisterteam. Auf der letzten Folie wollte ich nochmal kurz eingehen, wie wir das Ganze nicht auf der Betriebsschiene, sondern eher in einem Marketing, in der Organisationsschiene mit aufgehängt haben. Wir sind derzeit zwei Kernpersonen, das sollen die zwei mittleren Kreise darstellen. Das ist einmal meine Kollegin, die mehr Richtung Marketing denkt und ich, der mehr diese Prozess, die Abläufe im Blick hat. Wir zwei steuern dieses ganze Thema. Aber um es im Unternehmen besser verankern zu können, haben wir ein Steering Board drumherum gebaut. Da ist die Geschäftsführung mit drinnen und die Marketingleitung mit drinnen. Warum die Marketingleitung? Nachdem jetzt unsere Prozesse funktionieren und das alles soweit erstmal läuft, in diesem ersten Jahr haben wir das stabil hinbekommen, geht es jetzt in erster Linie darum, die Reichweite zu erhöhen, die Kommunikation zu erhöhen. Und da braucht man einfach den Marketingrückhalt. Und deswegen haben wir dieses Steering Board mit der Geschäftsführung und der Marketingleitung, damit von ganz oben auch das Commitment da ist vom Unternehmen, diese Themen ins Unternehmen reinzubringen und jetzt auf weitere Ressourcen, zum Beispiel auf Marketing, zugreifen zu können, um die Reichweite zu erhöhen, die Bekanntheit zu erhöhen und damit dann auch den Ankauf zu beschleunigen und den Verkauf zu beschleunigen. Und da ist es halt immer noch so, dass die Rios Secondhand-Themen quer quasi kommen zu den Standardprozessen und für jeden Mitarbeiter ist es eine Umstellung, ist es etwas Neues, was er mit bedienen muss. Und deswegen braucht man da von ganz oben das Commitment von der Geschäftsführung, vom Marketing, in dem Fall, weil wir sehr stark Richtung Marketing denken und arbeiten müssen, dass die Mitarbeiter dann auch mitgehen und diese Themen aufgreifen und in ihrem Tagesgeschäft dann so nach und nach mit einbauen. Und über diesen Hebel wollen wir jetzt eigentlich im nächsten Jahr das ganze Geschäft ver-X-fachen und hier eine Beschleunigung reinzubekommen, damit das Ganze auch eine relevante Größe dann so nach und nach für Bergzeit bekommt. Und für uns ist dabei immer wichtig, dass wir das profitabel betreiben können, damit nur dadurch haben wir ein Interesse daran, das zu skalieren. Und nur dadurch sehen wir dann auch, dass das Ganze einen Effekt haben kann auf Nachhaltigkeit, auf die Kreislaufwirtschaft,
weil wir dann nur dadurch die entsprechenden Umsatzmengen nach und nach dann bewegen können. Das war mal so die Idee, die ich mitgeben wollte, wie wir es geschafft haben, von der Idee, von dem ersten Ansatzpunkt, möglichst schnell in einem Projekt, in eine Startphase zu kommen, um jetzt die Prozesse stabil zu haben und es ab jetzt wachsen und hoffentlich groß werden lassen zu können. Vielen Dank. Besten Dank, Herr Ulrich. Und ich würde jetzt die Fragen aus dem Chat hier noch aufwerfen. Es sind drei Fragen aufgekommen. Bei der ersten, ich lese einfach mal vor. Kriege ich Nachhaltigkeitspreis, wenn ich bei Bergzeit eine Patagonia-Jacke kaufe? Zwinker-Smiley. Gibt es bei Bergzeit auch nachhaltig hergestellte Arbeitskleidung und PSA-Ausrüstung? Also Arbeitskleidung, ich fange mal von hinten an. Arbeitskleidung, nein. Wir sind nur in dem Hobbybereich, in dem Bergsport- und Outdoor-Bereich unterwegs und nicht in dem Arbeitsbereich unterwegs. Unser Sortiment an sich fokussieren wir nach und nach immer mehr auf das Thema auch nachhaltig. Da müssen wir halt auch mit den Herstellern sprechen. Da sind wir abhängig von denen, was die uns liefern können. Aber wir versuchen da auch vermehrt in diese Richtung zu gehen und transparent zu machen, was auch die Hintergründe von diesen Produkten sind oder wie sie hergestellt wurden oder genau. Aber wir haben halt nicht die Hand drüber, was die Hersteller wirklich tun, sondern wir können es nur ein bisschen filtern, sortieren und die Sachen Vordergrund stellen oder mit abbilden. Eine nachhaltig gestellte Patagonia-Jacke, die kann man natürlich bei uns kaufen. Wahrscheinlich mit den nachhaltigen, spielt es vielleicht auf den Preisnachlass oder sowas ab, die Frage mit dem Augenzwinkern. Da muss man mal gucken, was gerade für eine Phase ist. Ansonsten kann man sie gerne natürlich bei Rios kaufen. Da sind ja auch dann die Preispunkte nochmal eine spannendere Geschichte als im First-Hand-Bereich. Genau. Dann zur nächsten Frage. Kooperieren Sie auch direkt mit den Herstellern der Produkte? Stichwort EPR. Also wir fangen an, mit denen vermehrt zu sprechen und das Thema auch reinzubringen. Wohin wir aktuell kooperieren, ist, dass wir von ihnen auch Ware abnehmen, die sie so nicht mehr als A-Ware verkaufen können. Sprich, wenn sie auch Retourenware haben, wenn sie Musterteile haben, wenn sie gebrauchte Sachen haben, die wir jetzt vermehrt abnehmen, um sie wieder zurückzuspielen in Kreislauf. Und das sind die Hersteller froh, einen Kanal zu haben. Stichwort EPR, da brauche ich jetzt nochmal eine kurze Erklärung, für was die Abkürzung gerade steht. Kann uns da jemand helfen? Vielleicht der Fragesteller? Die erweiterte Produktverantwortung. Aha, ja, jetzt. Ja, ich glaub, logisch, das, okay. Ja, genau. Das sind alles Themen, die laufen, glaube ich, jetzt nach und nach an auf unserer Seite und wird zunehmend relevant. Da kann ich jetzt aber aus Rios-Sicht gar nicht so genau oder kann ich jetzt gerade nicht so drüber sprechen, weil es dann eher bei uns im Einkauf und im CSR-Team liegt und ich eher aus dieser Rios-Schiene draufschaue, auf der Nachhaltigkeitsschiene draufschaue. Ich weiß aber, dass diese Themen an Bedeutung gewinnen und dass sowas jetzt vermehrt aufkommt in Gesprächen. Okay, danke. Und dann die nächste Frage. Induzieren Sie mit dem Konzept nicht zusätzlichen logistischen Aufwand im Vergleich zu den bekannten C2C-Plattformen? Wird das bilanziell berücksichtigt? Also ja, klar, als Händler hat man natürlich immer andere Logistikwege, die mit drinnen sind. Das ist klar, das ist ein Teil von diesem Geschäftsmodell oder von diesem Bereich. Wir versuchen auch bei uns, die Logistikwege zu messen und herauszufinden, wie aufwendig die sind, auch Stichwort Retouren. Und es ist brutal schwer, gerade für uns, wirklich eine saubere Bilanz aufzustellen, was zum Beispiel auch die Retouren an Einfluss haben auf unsere CO2-Logistik oder an die Logistikleistung. Wir haben eine Klimabilanz, wo wir viele Sachen drin veröffentlichen. Aber an den Stellen ist es noch schwer für uns zu messen. Und an den Stellen haben wir uns jetzt für den Rios-Bereich noch nicht bezüglich Logistik gezielt auseinandergesetzt, sondern wir glauben eher daran, und das ist auch wieder der Bereich, wir als Händler haben ja roundabout 10% der CO2-Ausstoß, den wir verantworten können, und 80% liegt bei der Herstellung drinnen. Und wenn wir jetzt den CO2-Ausstoß, die 10%, die wir verantworten können, durch Logistikoptimierung vielleicht auf 9 reduzieren oder 1 Prozentpunkt reduzieren, dann ist immer noch der Großteil eigentlich in der Herstellung der Ware und in den Transporten von den Herstellern drinnen. Und klar, wir produzieren etwas, aber ich glaube, der Vorteil, die Ware im Kreislauf zu halten, ist deutlich größer als die paar zusätzlichen Logistikleistungen, die wir damit haben. So wäre jetzt mal mein
Blick darauf? Oh. Im Hinblick auf die Zeit, wie viele Fragen darf ich hier noch vorlesen? Also ich hätte noch 3. Ich versuche es, ich weiß nicht. Genau, ich würde sagen, Herr Keune macht mal weiter mit seinem Vortrag, stellt uns sein Geschäftsmodell vor und dann können wir zum Schluss vielleicht nochmal Fragen aufgreifen und alles, was wir bis dahin nicht geklärt haben, beantworten wir sehr gerne im Nachgang bei uns auf der Plattform in der Gruppe Ressourceneffizienz bzw. Ressourcensparen. Genau, damit an Sie, Herr Keune. Vielen Dank. Ja, ich darf mich ganz kurz vorstellen. Kai Keune, ich bin bei der AfB in der Rolle Sustainable Business Development unterwegs und wer sich ein bisschen mit uns beschäftigt hat, ich habe vorhin im Chat auch schon gesehen, wir haben mindestens einen Kunden heute im Webinar mit dabei, der gerade bei uns einen Monitor gekauft hat. Also wir machen IT nachhaltiger und unser Slogan ist Social and Green IT und dieses Social and Green IT setzt sich halt eben aus zwei wesentlichen Faktoren zusammen bei uns. Bei uns kommt neben dem Thema, dass wir natürlich das Thema Kreislaufwirtschaft im Hinblick auf IT vorantreiben, noch mit dazu, dass wir das Ganze als Inklusionsunternehmen tun. Stand heute ist es so, dass 45% unserer Mitarbeiter eine Schwerbehinderung haben in Deutschland, größer 50%. Das hat natürlich vor allen Dingen auf sozialen Gesichtspunkten einen wesentlichen Impact, weil die Mitarbeitenden einfach deutlich länger nach einem Arbeitsplatz suchen bei höherer Qualifizierung. Und was auch ganz wichtig ist, wir sind keine Behindertenwerkstatt, also alle Mitarbeitenden bei uns sind am ersten Arbeitsmarkt ganz normal angestellt. Das heißt, haben einen Arbeitsvertrag, wie jeder von Ihnen auch. Und wenn man sich das Thema Elektroschrott anschaut, auf der anderen Seite, neben der sozialen Wirkung, ist es natürlich so, dass Elektroschrott bei weitem nicht der größte Abfallstrom ist, den wir weltweit haben, aber es ist einer der am stärksten wachsenden. Und den natürlich so ein bisschen abzuflachen und da möglichst viel letztendlich Recycling zu vermeiden und den Reuse-Gedanken hochzuhalten, das ist eigentlich das, was wir tun. Und das machen wir mittlerweile seit 19 Jahren, seit diesem Jahr im November, sind wir 19 Jahre alt geworden. Und auch schon immer mit der Idee, als AfB Arbeit für Menschen mit Behinderung zu schaffen. Und das gelingt uns sehr gut. Wir sind mittlerweile über 700 Mitarbeitende in 5 Ländern in Europa. Und wir zielen darauf ab, letztendlich gemeinsam hochwertige Dienstleistungen und Produkte anzubieten. Und dabei steht wirtschaftliches Handeln für uns im Vordergrund. Also wir sind nicht öffentlich getragen. Wir sind zwar gemeinnützig, aber wir müssen am Ende des Tages mindestens eine schwarze Null produzieren, weil ansonsten gilt halt das gleiche Insolvenzrecht wie für jeden anderen in Deutschland auch für unser Unternehmen und das wollen wir natürlich vermeiden. Und das Thema umweltschonendes Handeln steht bei uns auch sehr, sehr stark im Fokus. Wir haben beispielsweise ein Sustainability Board gegründet vor einiger Zeit, um letztendlich das Thema Nachhaltigkeit auch in unseren ganzen Abteilungen, die nicht direkt im Kontakt sind, mit der IT auch voranzutreiben. Und da gibt es natürlich wesentliche Treiber im Unternehmen wie den Einkauf beispielsweise, wo auch wir immer noch Optimierungspotenzial haben. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu unserem Prozess. Was bedeutet Kreislaufwirtschaft bei AfB eigentlich? Bei uns ist es so, wir gehen immer um mit gebrauchter IT. Das heißt, wir haben in aller Regel eine Abholung bei unseren Partnern, wie beispielsweise einer Siemens, einer Pfizer. Das machen wir alles mit einer eigenen Logistik idealerweise. Eigene Logistik, würde man sagen, warum denn? Der Logistikdienstleister fährt doch sowieso. Der Hintergrund der eigenen Logistik ist ein ganz einfacher. Wenn wir mit gebrauchter IT hantieren, hantieren wir immer mit Daten. Und wenn solche Geräte verloren gehen bei einem Logistikdienstleister, sind unsere Partner und wir nicht diejenigen, die eine Meldung beim Landesdatenschutzbeauftragten machen wollen über diese verloren gegangenen Geräte. Und deswegen haben wir da einen entsprechenden Sicherheitsprozess oder einen Logistikprozess, um sicherzustellen, dass diese Geräte halt auch wirklich vollzählig und vor allen Dingen auch intakt bei uns ankommen. Das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, weil wir natürlich, wenn wir so ein Notebook haben, wenn das mal stürzt und nicht sauber verpackt ist, dann haben wir natürlich einen Transportschaden auf dem Weg und damit ist das Thema Reuse unter Umständen nicht mehr einzuhalten. Was wir dann machen bei uns im Haus, ist dieser zweite Schritt, die Erfassung. Also nehmen das Gerät auf, schauen, was ist das für ein Prozessor. Wir haben dann unser eigenes ERP-System, wo auch beispielsweise direkt angezeigt wird, gibt es potenziell eine Wiedervermarktungsmöglichkeit für dieses Gerät. Und weil es einfach bei uns so ist, wir bekommen halt auch wirklich 15 Jahre alte Laptops teilweise auf den LKWs mit. Und es ist für einen Mitarbeiter nicht immer so leicht zu unterscheiden, ist das jetzt ein technisch aktuelles Gerät oder ist es vielleicht wirklich ein älteres Modell. Und deswegen bei der Erfassung hier an der Stelle schon mal so die Aufteilung, also muss es letztendlich recycelt werden oder kann es letztendlich weitergehen in eine
in eine Wiederverwendung. Was wir auch tun, ist, dass wir in aller Regel per Software Daten vernichten. Das heißt, dass wir ein Softwareprogramm haben, Blanco ist da der Anbieter, mit dem wir im Gros zusammenarbeiten, um wirklich die Daten sicher zu löschen auf den Geräten, also so, dass sie auch ein Forensiker nicht wiederherstellen kann. Und dann geht das Ganze letztendlich weiter bei uns intern in die Aufbereitung und letztendlich in den Verkauf. Und wenn man sich das ganze Thema Logistik anschaut, wir haben 26 Fahrzeuge bei AFB und in Deutschland ist es beispielsweise so, dass wir 10 Standorte haben quer durch Deutschland. Also wir versuchen, die Wege möglichst kurz zu halten mit den Fahrzeugen. Das hat zwei Gründe. Zum einen natürlich das Thema CO2, zum anderen aber auch die Tatsache, dass wir die LKWs, auch wenn das alles Hardcover-LKWs sind, nicht mit den Notebooks, die ungelöscht sind, nachts irgendwo auf einem Parkplatz stehen haben wollen. Da ist uns einfach das Risiko zu hoch. Was es auch gibt, und das wollen wir nicht verschweigen, weil das einfach ein Teil des Lebenszyklus ist, es gibt diesen Recyclingprozess. Wir haben einen eigenen Recyclingbetrieb bei AFB. Einer unserer Standorte ist entsprechend zertifiziert. Und was auch häufig vorkommt, ist, dass ein Datenträger auch geschreddert wird. Wir haben teilweise Partner, es wird zum Glück weniger, aber wir haben teilweise Partner, die verlangen, dass wenn wir die Geräte übernehmen, die Geräte nicht per Software gelöscht werden, sondern durch einen Shredder geschickt werden. Und wenn man sich das anschaut, gerade von den Skalierungseffekten her, bei so einer Festplatte entstehen ca. 15 bis 18 Kilo CO2 in der Produktion. Und wenn ich die Daten natürlich löschen kann und kann das Gerät weiter benutzen, ist das natürlich sinnvoll. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, wir übernehmen im Jahr ungefähr 500.000 IT-Geräte und da ist durchaus ein Skalierungseffekt da, auch bei 15 Kilo CO2. Und was wir auch tun, ist, gerade wenn wir Geräte haben, die eine Beschädigung haben, dass wir einfach Ersatzteile versuchen zurückzugewinnen. Da ist natürlich der große Vorteil, dass es im Business-Kontext eine überschaubare Anzahl an Herstellern gibt. Und natürlich sind da immer wieder Geräte dabei, die vielleicht ein defektes Netzteil haben oder ein defektes Display, wo sich aber noch Tastatur, Touchpad und andere Bauteile weiterverwenden lassen, die wir uns dann ans Lager legen, wo wir ein entsprechendes Ersatzteilmanagement haben und die dann für die Wiederaufbereitung von anderen Geräten nutzen. Also am Ende aus drei Geräten vielleicht zwei machen können. Das ist so der Kernprozess der AFB und man kann sich das vorstellen, anhand von einem Notebook ist das noch relativ einfach, aber das sind einfach mal so die Geräte, die bei uns ankommen. Also wirklich Smartphones, Notebooks, Tablets, also alles, was man sich vorstellen kann, was von der IT-Abteilung verwaltet wird, landet eigentlich bei uns irgendwann und wird von uns dann entweder aufbereitet oder eben professionell in Europa dann recycelt und auf andere Art und Weise dem Kreislauf Strom wieder zu oder dem Rohstoffstrom wieder zugeführt. Und hier zum Schluss nochmal so ein paar KPIs von uns. Also wir haben mittlerweile schon zweimal den Deutschen Nachhaltigkeitspreis bekommen, sind ein drittes Mal nominiert dieses Jahr. Wir freuen uns schon sehr, hoffentlich positive Nachrichten in den nächsten Wochen zu kriegen über hoffentlich dann das Finale. Ich sehe, Herr Ulrich jetzt wahrscheinlich auch schon mit dabei. Und wir haben 2012 angefangen, dass wir LCAs erstellt haben und haben letztendlich angefangen, den CO2-Fußabdruck der Produkte oder den Lebenszyklus letztendlich versucht, in CO2 abzubilden. Da sind mittlerweile einige Kennzahlen dazugekommen und was ganz wichtig ist, dass hier unten ist nur die Wiedervermarktung, also sprich die Geräte, die wir wieder aufbereiten können, diese 64%, die hier in dem Chart drin sind. Wir haben circa ein Drittel der Geräte, die wir für die Ersatzteilgewinnung nutzen müssen oder die wir entsprechend fachgerecht recyceln müssen. Das ist einfach so, das liegt aber auch einfach daran, dass wir wirklich auch Partner haben, denen Nachhaltigkeit am Herzen liegt, die Geräte wirklich lange im Unternehmen im Einsatz haben, teilweise auch selbst reparieren und so weiter. Und von daher, das ist zum Glück eine relativ konstante Zahl, die steigt nicht, die fällt nicht. Von daher hat sich da so langsam eingependelt und wie gesagt, neben der ökologischen auch die soziale Wirkung, aber vielleicht zu guter Letzt noch der wichtigste Punkt, Wirkungsmessung und Kommunikation. Ich hatte es eben angesprochen, wir haben das schon gemacht. Wir weisen das auch aus für unsere Partner und letztendlich auch hier nochmal ein großes Dankeschön an alle unsere Partner. Ich weiß nicht, welche vielleicht angemeldet sind. Ohne unsere Partner wäre letztendlich die Arbeit der AFB nicht möglich, weil wir natürlich nur gebrauchte IT übernehmen und die bekommen wir natürlich von Unternehmen. Also Partnerschaften, wenn wir jetzt das SDG 17 anschauen, ist für uns auch ein sehr, sehr wesentliches SDG. Und an der Stelle, die Folien bekommen Sie, da ist noch ein bisschen mehr dabei oder Sie sprechen mich einfach direkt über LinkedIn an oder meine Kollegen und auch da nochmal die Visitenkarte. Ja, von daher, wenn noch Fragen da sind, können wir darauf noch gerne eingehen, weil wir sind jetzt so ziemlich am Ende vom Webinar, glaube ich, eigentlich.
Dankeschön, Herr Keune. Eine Punktlandung, 14 Uhr, genau. So, für Sie kann ich jetzt hier leider keine Fragen aus dem Chat vorlesen, aber es wurden die ganze Zeit von Herrn Oelrich noch seine Fragen beantwortet. Danke auch dafür. Gibt es noch, außer der Verabschiedung, die jetzt hier schon reinkommen, noch Fragen an Herrn Keune? Sieht aktuell nicht so aus. Jetzt kommt eine Frage. Machen Sie ruhig weiter. Genau. Mein Kollege aus dem Schwesterprojekt fragt oder sagt, in meinem vorherigen Job haben wir in einer gemeinnützigen NGO auf ihre IT-Ausrüstung zurückgreifen können. Großes Dankeschön für dieses Konzept. Also gar keine Frage, sondern ein großes Dank an Sie. Genau, damit würde ich sagen, beschließen wir das Webinar. Ich würde noch kurz unser weiteres Programm vorstellen oder ankündigen. Wir haben am 7. November einen Workshop zum Thema Klimaschutz in der Lieferkette. Der Link erscheint gleich hier im Chat. Außerdem werden wir auch zwei weitere Webinare zum Thema Circular Economy anbieten, und zwar am 14. Dezember zum Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung. ESRS E5, das ist sozusagen der Bereich, wo es um Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft geht. Und dann am 18. Januar werden wir darüber sprechen, was die rechtlichen Anforderungen sind an Refurbishment und Remanufacturing. Dazu die Links im Chat. Ansonsten finden Sie unsere Termine auch immer auf unserer Plattform, auf der Webseite, im Terminkalender. Und wenn Sie sich für den Newsletter angemeldet haben, oder das auch noch nicht getan haben, können Sie das gerne nachholen. Dann bekommen Sie auch immer vorab Bescheid, was als nächstes an Webinaren ansteht. Und damit möchte ich mich ganz herzlich bei allen Beteiligten bedanken. Danke, Herr Keune, Herr Oelrich, Herr Patzelt und auch vielen Dank, Frau Wels, dass Sie mit dabei gewesen sind. Und ja, wünsche Ihnen und unseren Zuschauern einen schönen Nachmittag. Vielen Dank, dass Sie dabei gewesen sind.